Also ich heiße Marianne Ühlinger. Ich wohne seit etwas über einem Jahr mit meinem Mann Willem Mondria in Turbetal. Früher habe ich viele Jahre in Zürich gewohnt, was natürlich sowieso viel schöner ist als Turbetal. Aber eigentlich sind wir hierher gezogen, weil wir ein Haus kaufen wollten und auch näher bei der FIGU sein. Und am besten nur mich angucken. Wie lange hast du, seid ihr schon FIGU-Mitglieder und wie habt ihr davon gehört? Wie war dieser Prozess? Ich mache Geisteslehre seit 20 Jahren und wahrscheinlich ein bisschen vorher habe ich davon gehört, und zwar über die Frau von Guido Moosbrugger, also über Elisabeth Moosbrugger. Ich habe einen Astrologiekurs besucht und sie hat ihn geleitet und dadurch bin ich drauf gekommen. Und Spiritualität hat dich also schon immer fasziniert. Wie war so der Weg, dass du überhaupt zu diesem Thema gefunden hast? Es war eigentlich so, ich hatte schon als Kind immer das Gefühl, dass das mit den Religionen nicht stimmt. Das heißt, ich kann mich erinnern, also meine Eltern mussten mich katholisch taufen, weil sie katholisch geheiratet haben in einer Mischehe. Und das war früher so quasi ein Muss, dass die Kinder dann entsprechend getauft werden mussten. Und ich kann mich erinnern, beim ersten Mal im Religionsunterricht hat der Pfarrer irgendetwas erzählt, habe ich genau gewusst, dass das stimmt nicht. Und ich war dann eigentlich immer auf der Suche und als sehr jung habe ich dann auch den Austritt aus der Kirche gegeben und dann später viele Bücher gelesen von Psychologen, also Freud und Jung und einfach was man so liest, wenn man auf der Suche ist. Und überall haben sie irgendwann doch von Gott gesprochen und ich habe immer gewusst, dass das stimmt nicht, die verstehen das nicht. Und als ich dann das erste Buch gelesen habe, das war Arata Tathagata, da wusste ich genau, ja, genau so ist es. Also war das erst so ein bisschen abstoßend für dich, dass da in Verbindung mit diesen Lehren auch Außerirdische erwähnt sind oder erwähnt wurden? Nein, überhaupt nicht. Das war für mich völlig logisch. Das ist ja ausgeschlossen, dass man in so einem riesigen Universum alleine sein kann. Ich habe sogar viel davon geträumt. Ich habe mit einem Freund, der übrigens das Buch zuerst gekauft hat, habe ich darüber diskutiert und wir haben dann auch ein bisschen gestritten, weil ich gesagt habe, das ist doch sonnenklar, das muss andere Menschen geben im ganzen Universum. Und dann nachts habe ich von ganzen Flotten von Raumschiffen geträumt. Das ist ja verrückt. Was war so die Außenkritik von Menschen an der Idee, an dem Fakt, dass du hier mit jemandem zusammen Dinge lernst über das Leben, der eigentlich auch mit Außerirdischen redet? War das so ein bisschen schwer, das irgendwie sich dazu dann ich zu finden oder war dieser Prozess? Nein, also ich persönlich habe damit überhaupt keine Probleme, weil ich denke immer, wenn jemand das irgendwie nicht versteht, dann reicht sein Bewusstsein einfach nicht dazu aus, das zu begreifen. Und ich meine, auch wenn du über Wissenschaftler liest und so, die immer noch denken, das sei ausgeschlossen, muss ich da sagen, dann sind die für mich einfach ein bisschen bewusstseinsmäßig unterernährt. Eine Frage, was ist so dein Gefühl, wenn du jetzt darüber nachdenkst, stille Revolution der Wahrheit, was bedeutet das für dich? Ja, das ist sehr zutreffend. Ich hoffe, es wird nicht mehr immer so still sein. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Echo, aber es ist natürlich eine Revolution, die Wahrheit bringt. Ist nicht so ein bisschen der Satz, stille Revolution der Wahrheit, was wo man sich nämlich so als Außenseiter nicht wirklich verbinden kann? Also ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt? Das ist aber sehr fremd, das ist so gar nicht so richtig begeisterungsfähig oder siehst du das anders? Ich meine, ich mache seit 20 Jahren Geisteslehre und bin irgendwie so drin, das ist für mich so klar, dass ich habe mich irgendwie darüber gefreut, dass dieses Mädchen da diesen Titel gefunden hat und ja, also. Für die Zukunft der Menschheit, was würdest du dir da gerne erhoffen, was würdest du dir da gerne erträumen? Oder wir wünschen? Ja, dass die Leute viel, viel mehr denken und Frieden miteinander machen.
Also eigentlich gemäß den schöpferischen Gesetzen und Geboten leben, die ja in der Natur ersichtlich sind. Im Prinzip geht es nur darum, der Wahrheit zu folgen. Geht es darum, die Wahrheit zu erkennen? Wie würdest du das sehen? Ja, alles. Also erkennen und befolgen und danach leben. Gibt es irgendwas, was du uns noch sagen willst? Etwas ganz Besonderes, was dich am meisten berührt hat an den Kontakten mit Billy, an der Lehre, an der Gemeinschaft der Figu, was dich da einfach am meisten fasziniert hat? Oder? Also für mich war, als ich Billy zum ersten Mal sah, war er mir irgendwie vertraut. Also ich kann mich erinnern, als ich hier oben das erste Mal war, hat er gerade beim Auto WC-Papier ausgeladen und ich habe noch irgend so einen Spruch gemacht, aber es war irgendwie völlig natürlich, weil seit ich dieses Buch gelesen hatte, Atasata, da wusste ich einfach, dass was er sagt, das stimmt. Weißt du, es war wirklich ein Wissen, es war nicht nur so eine Vermutung oder so, ich habe das gelesen und gewusst, jawohl, der spricht die Wahrheit. Also so, manchmal habe ich vielleicht so ein paar schlechtere Erfahrungen gemacht, weil die Leute, die haben unterschiedliche Charaktere und die einen sind höflicher oder waren höflicher als die anderen. Aber das hat mich nicht daran gehindert, weil ich immer gewusst habe, dass das stimmt. Hast du selber auch schon mal außerirdische Schiffe gesehen, irgendwelche Begegnungen in der Richtung gemacht? Also ich war einmal, das war zu Beginn oder ja Mitte der 80er Jahre, war ich in Italien in den Ferien und da hatte ich irgendwie so einen Impuls, etwa nachts um 11 Uhr, wenn du jetzt unter die Türe trittst und zum Himmel hochschaust, dann siehst du etwas. Und ich bin aufgestanden unter die Türe und es war so eine sternenklare Nacht. Und da habe ich geschaut und dann waren so zwei Lichter, wirklich so parallel, also in einem wirklich ungeheuren Tempo. Und dann sind sie zack auseinander. Und dann habe ich gewusst, ja, das war's jetzt, oder? Du bist verheiratet? Ja, erst seit kurzem. Ich habe Willem, also das heißt, ich habe geträumt, dass ich heiraten werde und habe ihn dann hier angetroffen. Habt ihr Kinder? Nein. Wir sind erst 2 Jahre verheiratet, dazu wäre ich zu alt. Any other question? Yes. The still the silent revolution of truth and all of the things about peace that we think about, how do you practically deal with a world in which there's a lot of violence where people don't want to hear about that? How do you deal with that? Well, auf Deutsch oder Englisch? Also, manchmal muss ich ehrlich zugeben, dass ich es grässlich finde, dauernd das zu lesen, aber ich versuche dann nicht immer daran zu denken und trotzdem irgendwie in mir Freude aufkommen zu lassen, oder? Weil es ja eigentlich auch gemäß der Geisteslehre ist, dass man sich trotzdem über sein Leben freuen soll, oder? Und einfach so gut als möglich damit umzugehen, oder?